Ach so, und wir wollten nicht downpatchen, deswegen. Nee, ich mach zerbrechlich Fracht. Weil ich hab erst gelernt, dass zerbrechliche Fracht echt cool ist. Weil wir da diese Fahrzeugauflieger haben. Und das finde ich persönlich voll cool. LKW-Reifen. Ich muss eigentlich. Na komm, fahren wir mit einem Mercedes. Ist auch mal wieder schön. Weil wir brauchen halt die Kohle. Gerade am Anfang. Ja. Ja, das geht noch klar. Ja gut. Bei dem alten Arctros sieht man das eigentlich voll gut. Ah! War doch gerade am Mutterbremsen, ey. Da steht einer! Boah! Alter Schwede! Alter Verwalter! Ich dachte, ich schepper dem jetzt voll rein. Der alte Arctros gegen den alten Renault. Das ist ja. Oh. Da bin ich ein bisschen zu früh eingeschert. Da habe ich den, glaube ich, ein bisschen fertig gemacht. Den armen Jungen. Oh, den alten Arctros finde ich eigentlich ganz sexy. Also ich finde den neuen, ne, brauchen wir uns nicht zu äußern, aber so an sich. Den neuen finde ich halt immer noch besser. Aber der alte Arctros hat auch seinen Charme. Wir gucken uns gleich auch noch mal den alten DAF an. Sonst mache ich es halt so, wie ich es
früher gerne gehabt hätte oder wie ich es früher gern machen wollte, dass ich in verschiedenen Ländern verschiedene LKWs in der Firma habe. Ich glaube, das ist auch ganz cool an sich. Also, dass ich halt einen hab, der nur für mich ist, in jeder Garage und in jeder Firma und dann halt im Zweifel noch vier Angestellte. Oder zwei, je nachdem, wie groß die Garage halt ist, ne? Ich war gerade erst am Überlegen, ob ich noch zu dem anderen fahren soll. Also zu den Fragezeichen und so, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, um die ganzen Fragezeichen zu erkunden. Wir müssen uns ja jetzt hier nicht übereilen. Wir haben keinen Stress. Wir fahren ganz in Ruhe. Wir werden uns einen kleinen Vorsprung verdienen und dann werden wir mal gucken, wann wir unseren eigenen Truck holen. Ich kann mich tatsächlich. Boah, ich muss noch ein bisschen Recherche betreiben, bevor ich hier sagen kann, ja, ich nehme das oder das. Ich glaube, in London ist ein Mercedes-Händler. Also vielleicht, wenn wir gleich eine Fahrt nach London haben, fahren wir vielleicht nach London. Oh. Sorry. Abgewürgt. Ich kann es abgewürgt. Aber zu stark gebremst. Wir fahren jetzt hier links und dann rechts, weil dann haben wir da. Stehen wir mit dem Auflieger etwas besser. Stehen wir etwas besser da. Oh, die Kurve habe ich ganz versaut. Also ich glaube, das kann ich noch einen Ticken höher stellen. Nicht viel, wirklich nur so ein Ticken. Mache ich auf der anderen Seite. Weil dann steht mein Auflieger nicht halb auf der Straße. Hoffe ich.
Tja. Ich bin echt gespannt, ey. Na komm, beschleunige vor mir. Ich darf dich hier nicht überholen. Jetzt fahr zu. Auch wenn die Hupe von dem echt gewöhnungsbedürftig ist. Oh, der schleicht vor mir her. Aber war das nicht eigentlich nur eine kurze Landstrecke? Bin ich zum falschen Bord gefahren? Kann natürlich sein, ey. Ja, ich baller dem fast drauf. Hätte ich wahrscheinlich zum anderen Port gemusst. Belastend. Umgelaufen. Ey, jetzt habe ich so einen Schleicher vorne neben mir, ey. Jungs, ihr dürft noch eine Schippe drauflegen. Ja, schon besser. Egal, ist ja nicht unser Geld. Wobei theoretisch schon. Weil in der Zeit hätten wir jetzt schon einen neuen Auftrag annehmen können, so. Ne? Aber ist ja nicht schlimm. Weil wir haben ja Zeit, ne? Ich mach das fertig, dass ich nicht auf die 90 hochkomme. Das liegt an dem Begrenzer. Gameplay war